Herzlich willkommen zurück bei FTL im dritten Sektor, den Mantis Homeworlds. So. Ohne große Umschweife springen wir von unserem gerade besuchten Laden weiter durch den Mantis-Raum. Ja, und hier finden wir nur Wracks von vergangenen Kämpfen. Wir sind froh, dass wir keins von ihnen sind. Nehmen einen tiefen Atemzug. Springen weiter. Wo wir ein Schiff vermuten. Was haben wir denn hier? Ein Mantis Fighter. Die wollen unser Schiff als Preis. Das sollen die mal gerne versuchen. Kriegen hier gar nichts von uns. So, unsere beiden Kampfmaschinen. Ja, nehmen sich mal der beiden an. Ich glaube hierfür brauchen wir nicht unbedingt die Bombe. Das sollte auch so gehen. Ich versuche halt so sparsam wie möglich zu sein. So bin ich halt. Schicken unsere beiden Jungs jetzt gerade mal zur Heilung und neben den beiden Idioten die Luft weg. Da bleibt denn ja glatt die Luft weg. So. Das sieht doch gar nicht mal schlecht. Und die wollen jetzt abhauen. Teleportieren ihre Leute da auch raus. Gut. Nee, da wollen wir nicht strausen. Der Antrieb. Da ist der Antrieb. Ja, beim letzten Mal schon angesprochen, der Mantis Cruiser. Scheiße. Da waren wir ganz knapp. Egal. Die kriegen wir. Wir sind in den nächsten Sektor gesprungen. Egal. Wie gesagt, die kriegen wir. Ja, der Mantis Cruiser. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Weil, wie gesagt, dafür bräuchten wir eine Medbay auf Level 2 und den Crew-Teleporter. Haben wir beides nicht. Deswegen gucken wir mal. Wir können hier billig Treibstoff kaufen. Wir haben 6. Ich kaufe mal lieber zur Vorsicht noch 3. Es kostet uns nicht viel. Sonne, Asteroidenfeld, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Genauso wenig wie auf diese Mücke hier. So, auch hier an diesem Signalgeber ist nichts. Und da ist natürlich ein Store, wofür wir nicht genug Geld haben. Ja, super. Und was sehe ich denn da? Wir kreuzen die Wege eines Mantis-Schiffs, das so aussieht, als hätte es schon Dutzende von Schildplatten über eine jahrhundertealte Karriere benutzt. Sein Captain ist der legendäre Dieb Kazapleth Kilik. Unsere Crew sieht sehr verängstigt aus. Und hier könnten wir jetzt den Mantis-Cruiser uns besorgen. Ich erkläre mal ganz kurz, bevor wir ihn töten, wie das funktioniert. Also, wir bräuchten, wie gesagt, Medbay auf Level 2 und den Teleporter. Dann müssten wir die Crew töten. Also das Schiff auf alle Fälle nicht zerstören, Crew töten. Und dann haben wir mit ein paar bestimmten Auswahlmöglichkeiten dann ja die Chance, den Kazak zu retten. Der schließt sich dann unserer Crew an und sagt uns die Koordinaten von einem geheimen Lager von sich, wo wir dann noch hinspringen müssen. Und ja, dann haben wir den Mantis Cruiser freigeschaltet. Und das setze ich jetzt einfach so, ne, also den Mantis Cruiser haben wir jetzt freigeschaltet. Lass mal unseren Mantis mit dem Typen reden. Aber ja, besser, wir lassen mal unsere Waffen sprechen, denn alles hilft nix.
den beiden da ziehen wir wieder den Sauerstoff raus. Diesmal benutzen wir die unsere Bombe. Na super. Die jetzt natürlich auch vollkommen nutzlos ist. Deswegen möchte ich die lieber erstmal wieder hochpowern. Hoffentlich trifft er jetzt nicht schon wieder unsere Waffensysteme. Nein, natürlich unsere Schildsysteme. Rockman beim Löschen helfen und du hier beim Reparieren, auch wenn du nicht mehr viel ausrichten kannst. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Scheiße, ich wollte ihn gerade rausziehen. Wir haben unseren Sultan verloren. Verfickte Kacke. Scheißendreck. Das ist jetzt richtiger Scheißendreck. Denn jetzt haben wir natürlich... ein Energie chronisch zu wenig. Das ist jetzt richtiger Bullshit. Dabei wollte ich ihn noch gerade wegziehen. Nein, die Bombe brauchen wir nicht, da habe ich mich verklickt. Das ist jetzt wirklich dämlich. Ja, er kämpft bis zum letzten. Wir nehmen allen Scrap auf, den wir finden. Von der Leiche seines Schiffes. Wir denken, dass sein Tod ein großes Mysterium ungelöst hinterlässt. Und wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen reparieren. Besonders unsere Sauerstoffversorgung. Ja, und denken an unseren gefallenen Kameraden. Wir werden gleich mit Wai Xing unsere Schildstation wieder bemannen. Das hat uns auch ziemlich viel Schaden eingebracht, aber ich denke, wir sollten das schaffen können. Und hier an diesem Raumhafen bekommen wir einen Once-in-a-Lifetime-Deal. 6 Fuel für einen Drohnenteil. Da sagen wir nicht nein. Denn die Drohnen brauchen wir an sich nicht. Und wir springen zum Exit-Beacon. Was finden wir? Ein Autoscout. Wir könnten versuchen, seine Informationen runterzuladen. Wir versuchen es mal. Und es funktioniert. Und außerdem bekommen wir noch eine Rakete, einen Drohnenteil und mehr Scrap. Aber wir springen jetzt eh zum nächsten Sektor. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den nächsten Sektor gilt oder nicht. Auf alle Fälle springen wir in den Hawk-Sektor, um uns dann beim nächsten Mal die hier Auswahlmöglichkeiten offen zu halten. Und hier hätten wir jetzt unsere Quest. Ich denke, die Quest liefern wir noch ab, beziehungsweise unsere selbst auferlegte Quest, den Mantis Fighter, jagen wir noch. Und hier finden wir einen, ja, Kampfplatz. Aber wir halten uns da mal lieber raus und springen direkt zur Quest. Da wird jetzt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, bei sowas... ja, genau, nämlich ein Mantis-Bomber auf uns warten. Ja, das wird jetzt gleich ein Spaß. Die sagen, nicht du schon wieder, weißt du, wie viel diese Reparaturen eigentlich kosten? Zeit für die großen Geschütze. Und ich muss mal ganz kurz einen Schnitti machen. Ansonsten hätte ich euch wahrscheinlich durch das Mikrofon über die Lautsprecher irgendwie ins Gesicht gerotzt. Und das wäre ja nicht schön gewesen. So, was wir hier natürlich wieder brauchen, ist eine Anti-Schildwaffe. Und unsere drei Laser konzentrieren wir auf... verdammt, er ist nicht komplett hochgeheilt. Das wird ein Spaß. Konzentrieren wir
auf die Waffensysteme und hoffen, dass da wenigstens einer durchkommt, was auch passiert. Ich muss mal leider noch einen weiteren aus unserem Antrieb rausnehmen und die Bombe trifft natürlich nicht. So, ihr Jungs werdet jetzt nach und nach ersticken. Tut mir irgendwie nicht leid. Na, supi. Das ging jetzt blöderweise auf die Sauerstoffversorgung. Gut, die böse Rakete haben wir immerhin ausgeschaltet. Wir versuchen es trotzdem noch einmal auf die Schilde mit der Bombe. So, die sind Geschichte. Die Waffensysteme auch. Und die Schildsysteme erst recht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nach und nach das Ding irgendwie hochrepariert bekommen. Und jetzt wollen die auch noch abhauen, aber diesmal wollen sie ihre Signatur verstecken, aber zumindest ihr Pilotensystem haben wir schon ausgeschaltet. Okay, das ist jetzt natürlich ein interessantes Angebot mit dem Pike Beam. Im Anbetracht daran, dass wir sowieso auch ein bisschen Probleme jetzt gerade mit dem Sauerstoff haben, akzeptieren wir das Angebot. Und ja, der Mente sagt zu uns, danke, aber weißt du was, hast du überhaupt eine Idee, was es heißt, zwei Schiffe zu reparieren? Naja, komischer Mente ist. Und wir müssen jetzt hier erstmal ganz, ganz fix unsere Sauerstoffversorgung wieder online bringen. Das war blöd. Hätten wir noch kurz warten sollen, bis wenigstens hier drin sind. Auch wenn das jetzt soweit geklappt hat. Eieiei, haben wir wenig Sauerstoff. Überall, wo hier diese gelben Ränder sind, bekommen unsere Leute übrigens auch Schaden, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen warten wir hier sowieso erstmal, bis sich das alles wieder einigermaßen normalisiert hat. Aber wann es sich auf alle Fälle komplett normalisiert haben wird, ist in der nächsten Folge. Ich habe jetzt leider gerade keinen Zeitüberblick. Aber trotzdem entlasse ich euch jetzt erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also Leute, ciao!